Okay. Also bleibt noch Zeit dafür, dass ich auch was shoppe. Richtig? Genau, ja. Alles klar. Also, Wir bereiten auf gut das Abenteuer noch vor. ja, so in etwa. Also, genau. Yorkas? Er hat ja die ganze Zeit zu überlegen gehabt. Und jetzt kommt er mit M. Ja, irgendwie. Also rein theoretisch sind wir jetzt bald schmied, oder? Du kannst machen, was du willst, hat er doch eben gerade gesagt. Sag einfach, was du brauchst. Du wolltest von deiner Rüstung, also Schmied, ja. Ich habe diese. Nein, sind doch mal still. Weißt du, jetzt will ich reden und jetzt. Ja? Also ich habe diese Brustplatte. So. Brustplatte. Und die würde ich halt gerne reparieren. Ja, dann musst du zum Schmied. Genau. Ja, deswegen habe ich ja gefragt. Ja, dann geh zum Schmied. Ja, dann bist du beim Schmied und möchtest die Brustplatte reparieren. Richtig. Die Brustplatte. Die Brustplatte. Die Brustplatte reparieren würde 7 Silbertaler kosten. Was ist das eigentlich für ein komisch? Wie viel Rüstung gibt mir das denn dann? Nix. Es würde dir 3 Rüstung geben. 7? Ey, du hast eine Rüstung mehr als ich und musst weniger dafür bezahlen, also. Weil du bist einer, der immer vorne dran steht. Das heißt, du wirst wahrscheinlich mit dem Brustpanzer auch was anwenden werden. Sinnvoll. Na gut, dann geben wir da schon mal 7 Silber. Alter, das ist. LOL! Was hat man? Oh, Gott sei Dank. 7, sagst du? Das ist echt eine Menge. Und dann. Vielleicht. Oder? Mein jetziges Schwert verkaufen und dafür ein besseres kaufen, eventuell. Dein Schwert verkaufen und besseres verkaufen dafür. Ja, genau. Wenn es das gibt. Also, du würdest für dein Schwert. Das ist ein Kurzschwert. War es schon mal in Gebrauch gewesen? Ja, es war schon mal in Gebrauch gewesen. Du würdest dafür noch 5 Silbertaler kriegen. Ein besseres Schwert, also eine Klasse höher, würde insgesamt 1 Dukate kosten. Das heißt, du müsstest 5 Silbertaler drauflegen. Und danach die nächste Stufe? Das würde dann 2 Dukaten kosten. Ach, natürlich vom Damage. Jeder zahle ich 1,5 drauf. Genau. Also möchtest du das tun? Ja. Besser hat er nicht. Okay. Dann kannst du dir im Moment Folgendes aufschreiben. Ich muss schnell öffnen. Ja, komm schon. 0,5. Einfach nur Breitschwert. Breitschwert, okay. Das ist jetzt hier richtig auszurüsten. Ja, das ist richtig am Suchen gerade. Ja. Ich habe auch übrigens die Preise angepasst, falls es euch aufgefallen ist. Ja, ja. Ja, das ist auch wesentlich besser. Okay, dann bin ich zufrieden. Okay, so, dann Tarni. Genau. Der Hallo. Ist nicht da. Hm? Toll. Was? Hallo. Also, was willst du? Ich bin die ganze Zeit mit dir, aber ist okay. Ich wollte eine Fackel suchen oder mehrere Fackeln. Okay, eine Fackel würde ein Silbertaler kosten. Mit Ding bin ich dabei. Mit hier unserem. Ja, kann ich unser Freund und Helfer mal was bezahlen? Der will ja immerhin auch mal sehr gut. Er würde die Fackeln bezahlen. Ah, geil. Hat er denn genug Geld? Mir fällt der Name schon wieder nicht ein. Also, so blöd. Grana, er würde 5 Fackeln kaufen. Also für jeden eine dann quasi. Ja, das finde ich gut. Alles klar. Eine Fackel. Ja. Bin ich dafür. Ich helfe ihm im Tragen. Okay, willst du für dich noch irgendwas holen oder nicht? Nein, nicht mehr. Ich hab Bier. Okay. Bin zufrieden. Alles klar. Gut, also begebt ihr euch jetzt halt auf die Reise in den Dschungel. Ja. Okay, wartet, dann muss ich noch kurz was vorbereiten. Wir haben vergessen, Fisch zu essen, Leute. Machen wir das können wir danach machen. Muss ich mir aufschreiben. Müssen wir diese komischen. Echsenmännchen finden. Fisch essen. Hast du mir aufgeschrieben? Okay, in welcher Reihenfolge geht ihr? Yorkas voraus. Also, der Forscher wird als erster gehen, logischerweise.
Dann Yorkers? Ja, okay, dann ich. Nee, weil dann würde Yorkers als letztes laufen, würde ich sagen, dass falls wir von hinten angegriffen werden, dass wir jemanden haben, der stark ist. Okay. Wer läuft hinter Dvalin? Ich. Oh Gott. Und zum bitte, Schluss... Bitte keine Zaubersprüche. Ich laufe nach links und dann hinter mir läuft Yorkers. Vielmehr, du kannst übrigens, du hast vorhin ein bisschen geübt, du kannst den Rankenhieb auch ausführen. Okay. Das heißt, ich schreibe dir noch schnell auf. Also da hast du schon aufgeschrieben, okay, Moment. Ja, ich habe halt den grob auf. Also, ja. Sound muted. Sound resume. Sound muted. Sound resume. Aber auch nächste Woche machen. Ja, ich mach das jetzt schnell, Moment. So, der Rest ist selbst erklärend. Okay. So, also ihr geht da jetzt entlang und ihr habt natürlich noch die Chance miteinander zu reden. Und also ihr geht auch schon eine Weile übrigens. Eine Weile? Ja, sagen wir so eine halbe Stunde geht ihr schon in den Wald. Gibt's da Stunden oder ist es dann in einer anderen Einheit? Ja, andere Einheit normalerweise, aber ich hab's jetzt gerade nicht im Kopf, darum sage ich eine halbe Stunde. Oh Mann, ey, da hat man einmal einen Spielemaster hier, ne? Ja, ja. Ihr könnt mit dem Meckern auf hohem Niveau. Was habt ihr so Feines erlebt? Außer dass Bemir wie eigentlich zu erwarten es nicht auf die Reihe gebracht hat, irgendwas? Ich war in vielen unterschiedlichen Ländern in Aventurien unterwegs und habe quasi die Achas studiert, wie ich schon gesagt habe. Können Sie uns ein bisschen mehr über die Achas erzählen? Nein. Aber natürlich kann ich das. Die Achas sind eine Echsenrasse. Sie werden immer unterschiedlich groß, je nach Stamm natürlich. Sie haben auch unterschiedliche Bräuche. Sie sind sehr flink vor allem und können sich gut tarnen, also auch gut klettern. Und ihr Schuppenpanzer schützt sie vor Schlagangriffen. Wie groß sind die? Sound muted. Sound resumed. Die sind so ungefähr zwischen 1,80 Meter bis 2,20 Meter groß. Oh Gott. Boah, sind die... Sound muted. Sound resumed. Sound muted. Sound resumed. Ja, da wird unser Zwerg Spaß haben. Ey, kann ich ihn beschützen? Gut wehren. Ich hab uns schon oft genug geholfen. Wenn ihr nichts auf die Reihe bekommen habt. Hey. Muss ich dich an den in der Höhle erinnern? Muss ich dich an Imalda erinnern? Ich hab da keine kritischen Schläge gemacht. Ich dachte, unser Kobold ist so dumm, dass er sich nichts merken kann. Warum kann er sich jetzt an Sachen erinnern, die seit Wochen her sind? Bin ich? Was heißt der dumm? Hast du ihm selber gesagt am Anfang, dass du so blöd bist und dir nichts merken kannst, oder? Ich kann. Das war mehr im Sinne von, dass ich mir nicht. Wer läuft denn mit Dvalin nochmal? Ich. Okay. Ja, redet ruhig weiter, ich wollte es nur wissen, dass ich nur mal im Kopf habe. Dann will ich auch einfach so ein bisschen nebeneinander laufen, also so ein bisschen versetzt einfach nur. Leicht. Halt das ist schon ziemlich enger, das ist ein ziemlich enger Dschungelfahrt, okay. Ja. Okay. Genau, also ihr könnt weiterreden. Hör einfach nicht auf die. Ja. Freue mich auf unsere Blitzende, da die denkt, kann so gut mit Magie um. Hey. Umbug. Die Magie hat uns gerettet. Vor deinen Lieblingszirkus. Ja, meine Wasserpeitsche. Ja. Slow Clap. Darauf, dass wir uns nicht weiter eingehen. Ja. Der ist auch egal. Wie lange müssen wir denn noch laufen? Femia und Valin, ihr dürft beide mal auf Sinneschärfe würfeln. Oje. Haha! Fängst du an? Ja, ich fange an. Lass mich. Sogon. 5. Geschafft. 12. Geschafft. 5. Wunderbar, du hast es geschafft.
Yes! Dvalin, also Flemin muss gerade würfeln. Dvalin, dir fällt auf, dass Yorkas und Chicot weg sind. Was? Remir? Bleib ja. Da stehen, werter Professor. Wo sind die anderen zwei? Hä, wie, was? Scheiße, wo sind die hin? Was? Die sind weg? Wo sind unsere Trantüten? Oh nein! Haben die sie jetzt echt... Die sind doch hinter uns hergelaufen, wie können sie uns dann verlieren? Du warst doch hinter mir! Ich sehe das doch nicht! Ja, wo soll ich denn das wissen? Keine Ahnung, irgendwelche magischen... Schlag mich tot, Sens! Du bist hier der Magier, nicht ich! Ja, aber sowas kann ich auch wieder nicht. Das ist jetzt ein bisschen arg übertrieben, meinst du nicht? Ich hab jetzt doch komm, keine Ahnung, lass, was lass du da lass uns Streit da rein beiseite. Wir müssen schauen, wo wir die, dass wir die anderen zwei wiederfinden. Währenddessen ja, merkt ihr, dass Grana Beroth auf einmal weg ist. Was? Wo ist denn der komische Ding hin? Was machst du da? Was, ich? Ja, keine Ahnung. Das ist ja irgendwas von deinem komischen Zauberei. Denkst du nicht, Zauberei, dass die ganzen Leute jetzt hier verschwinden, oder was? Mit Magie. Vielleicht ist mal wieder irgendwas daneben gegangen. Das wäre jetzt das erste Mal. Ich habe keinen einzigen Zauberspruch ausgeübt. Aber hat vielleicht nicht der... Warte mal. Hat nicht der Forscher gesagt, dass die Echsenleute sich gut tarnen können und klettern können? Das kann ich auch. Manchmal. Kann ich. Ich würde gerne auf Sinneschärfe würfeln und schauen. So darfst du das nicht mehr sagen, weil Das will ich jetzt halt abschaffen. Du musst sagen, was du tun willst und ich sage, worauf du würfelst. Achso, also, alles klar. Gut, ich würde mich, ich will auf jeden Fall einmal rumschauen, ob ich nicht irgendwie was erkennen kann. Okay, dann darfst du auf Sinneschärfe würfeln. Okay. 5. 19. 6. Moment. Hast du es geschafft? Ich habe jetzt nicht 100% Job. Also ich habe 5, 19, 6. Also ich habe es nicht geschafft. Nicht geschafft, okay. Aber dir fällt auf, dass auf einmal Dvalin weg ist. Na toll. Wie ich es gewusst habe. Ja, wo ist der jetzt hin? Tja, alleine im Dschungel, ne? Toll, was mache ich jetzt? Auf einmal spürst du einen Stich am Hals und... Die wird schwarz vor Augen. Was ist los? Was ist hier los? Du wirst ohnmächtig. Wir haben den ersten Absatz geschafft. Bin ich richtig als erstes rausgenommen worden? Ja, ne? Ja. Ihr zwei. Also aus dem Grund, weil du der Letzte warst, der gelaufen ist. Ich hab's nach der Reihe ich gemacht. Darf ich ganz kurz was anmerken? Ja. Ich bin wahrscheinlich, was Intelligenz angeht, einer der eher schlechteren in unserer Truppe. Aber wer hat von Anfang an gesagt, dass es keine clevere Idee ist, mitten in der Nacht durch den Wald zu rennen? Und auch wen hat kein Schwein gehört? Auf mich. Auch. Aber bei dir berechtigt. Oh nein. So. Was? Was? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich habe gesagt, ich habe die ganze Zeit wohl angemerkt, dass es eine dumme Idee war, mitten in der Nacht durch den Wald zu rennen. Aber nein, wir müssen ja auch bewegen. Da hast du halt nicht gegen meine Klugheit 6 ankommen können. Ja. Gucken, was du gegen mein Dolch machen kannst in der nächsten Runde. So, ihr hört einen spitzen Schrei. Ihr wacht alle so langsam aus der Dämmerung wieder auf. Ihr merkt aber auch gleichzeitig, dass ihr alle jeweils an einen Pfahl festgebunden wurdet. Vor euch seht ihr ein großes Gehege, wo plötzlich der Forscher Grana Beroth reingeschmissen wird und das Gehege wird geschlossen. Ihr seht nur noch, wie Krallen rauskommen und Grana in den Dschungel reinziehen. Ihr hört nur noch einen weiteren Schrei und Zerfleischgeräusche. Oh, geil. Hast du einen extra kleinen Pfahl? Ja, hast du. Ja! Im Verhältnis hast du. Gleichzeitig kommt ein, ihr könnt es euch direkt denken, Achas zu euch und spricht folgende Worte aus. Oleme Achas, olet tumkerat kasam ile etele. So, und warte. Es türken.
Ja, das heißt, tu mich auch. Rassismus in Aventurien. Ich hoffe, das schneidest du später raus, ne? Nein. Ich werde so gehetzt, wenn es irgendwie im Punkt mitbekommt. Ja, ich würde sagen, wir wissen, wie der Name dieser Folge ist. Hater. Alle Türken scheiße, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und Sound muted. Sound resumed. Ja, darum geht's ja. So, Femir, ich hab dir was geschickt. Ja, ich hab's. Er kann jetzt zufällig fließen die Sprache wahrscheinlich sprechen, ne? Ah! Mein Gott, bin ich so gut. Darf ich reden eigentlich? Ja, klar. Hilfe! Mach was! Was habt ihr da gut? Ich darf reden perfekt. Ja. Also, Leute. Ihr habt verschissen bei mir. Komplett. Durch die Bank weg. Egal wie dieses Abenteuer ausgeht, ob wir das hier überleben, ihr habt verkackt. Meinst du, es wäre anders erlaubt, wenn wir am Tag losgegangen wären? Ja. Wir hätten vielleicht ein bisschen mehr Sicht gehabt. Und hätten vielleicht eher mitgekriegt, wenn jemand von uns stirbt oder bewusstlos geprügelt wird. Während ihr redet, spricht der Achas wieder Mietetetele. Sprich einer Sprache, die ich verstehe, Junge. Ich kann kein Exisch. Was willst du von mir, Mr. Krokodor? Das ist dumm. Femi, das kann ich so dein Stichwort. Ja, ich weiß schon. Ich kann doch nicht leben, dass das so ist. Ich bin ganz sauer. Aber ich will halt eigentlich auch gleich in der Sprache halt antworten. Achso, okay, also das, was deshalb du jetzt geschrieben deshalb hast. Will ich es dir halt hier schreiben. Also, ich habe nochmal eine ganz kurze Frage. Kriegen wir mit, dass unser... Ja, er unterhält sich in der... er unterhält sich in der Sprache mit dem Achas. Ja, es wäre vielleicht schön, wenn du dann uns vorher erstmal sagen würdest, was der überhaupt gerade gesagt hat, bevor du ihm antwortest. Das ist immer so ein bisschen... Exisch? Exisch? Okay, gut, dann sage ich es euch. Also, er sagt, sie sind die Achas. Wir sind bei ihnen eingedrungen und was wir von ihnen wollen. Ich wollte jetzt gerade antworten, dass wir Wanderer sind und sie aufsuchen wollten, weil wir was wissen wollten. Wir können ihnen den Saphir schenken. Wir können ihnen dich schenken. Du bleibst einfach hier, als Opfergabe. Dankeschön. Er hat gerade geantwortet, was wir von ihnen wissen wollen. Alles. Warum sie so einen Scheiß hier machen? Bin ich eigentlich der immer mit jedem streitet? soll ich ihm von unserem Zettel erzählen? Ja, wir haben halt wahrscheinlich nicht viel andere Wahl. Frag ihn vielleicht erstmal, warum sie direkt jemanden von uns zerfleischen lassen müssen, bevor sie mit uns reden und fragen. Wer es euch übrigens gejuckt hat, dass der zerfleischt wurde. Ja, es ist halt einfach okay, so. Okay, mich hätte es vielleicht unsere Mädchen sollen. Meine Kameraden wollen wissen, warum ihr unseren Begleiter geopfert habt, wollt, zerfleischen habt lassen. Okay, einen Moment. Gibt's da für eine Google-Übersetzer-App oder so? Erikak Alama. Aha. Alles klar, verstanden. Okay. Er sagt, wir brauchen nur 4 von euch. Für was? Wieso brauchen... Für was braucht ihr uns? Ivan. Moment. Ja, ich hab Angst, dass Chikot damit recht hat. Den großen Relic. Für irgendeine Opferung der wahrscheinlich der Titan. Ich ihn jetzt was vorstellen. Für Titanen denn schon wieder? Oder was war das hier? King Kong. Und wie ist denn? Doch, King Kong. Oder wie hieß der Chico? Aranu ala ana aka ala te. Aka hab ich verstanden. Akalia, das kenn ich. Wir müssen 4 Prüfungen bestehen. Nein. Damit wir überleben. Komm schon, jetzt ergibt dieser dumme Titel Prüfung der Schuppen noch Sinn. Ja. Oh Gott. Darf ich meine Prüfung alleine machen, ohne die hier?
Du würdest jetzt ohne uns einen Meter überleben. Ja klar, also ich jetzt richtig, also für uns alle seid ihr alle verstanden, also uns bleibt ja eh nichts anderes übrig, die Prüfung zu machen, oder? Wir können auch also, ihr könnt andere Sachen probieren, aber das ist so geklappt, dass wir noch was. Nein, aber ich wäre ja gleich, also machen wir die Prüfungen, Leute. Oder habt ihr also, andere bessere Idee? Also ich würde sagen, wir opfern einfach nur noch drei und dann hauen wir ab. Ja, ich würde sagen, wir opfern alle außer mich und jetzt sterben einfach alle. Was? Euch, also, am liebsten würde ich jetzt einfach nur so antworten, aber nein. Arachnatala E. Matata. Wir nehmen an den Prüfungen teil. Tun wir? Schön, dass du gehört hast. Und damit, Femir hat es abgeschlossen, es ist beschlossen und in der nächsten Runde werden wir uns bei den Prüfungen wiedersehen. Ich hasse. Ach, verdammt. Ich hasse euch. Kriegen wir da noch extra so ein Outfit mit Jacke und so? Hasse euch. Ich bin so voll Idiot. Okay, wir hätten ihn auf jeden Fall opfern müssen. Ich war kurz davor einfach. Ich war kurz davor einfach zu sagen, hier, nimmt sie Kott, wir dürfen gehen. Hättest du ruhig machen können, kannst ich kein Problem mit. Hätte ich kein Problem mit, opfere ich ruhig, Hauptsache ich bin nicht los. Also wir sind fertig für heute, oder was? Wir sind fertig, ja. User in your channel stopped recording. Oh, so, müssen wir noch aufhören. Your channel stopped recording. Ja.